You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, ich bin hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Hexenmeister Let's Play. Und wie man nur unschwer erkennen kann, hier hinter mir ganz riesengroß das dunkle Portal. Das heißt, wir haben uns entschieden für die Scherbenwelt. Wir sind hier auf der Höllenfeuerhalbinsel. Das heißt, wir werden hier gleich mal anfangen zu questen. Ich bin jetzt von beiden nicht so der Mega-Fan. Also ich mag jetzt weder Nordend-Mega noch mal ich Scherbenwelt-Mega. Das ist beides so meh zum Questen. Aber ich wollte ja... Was macht denn der da? Der ist irgendwie ein bisschen verwirrt. Oder ist das ein neuer Spieler? Ich glaube, der ist neu, oder? Ja, ja. Der geht jetzt die Burning Legion vertreiben, Alter. Ich liebe es, Alter. Ich liebe es. Ich bin von beiden jetzt nicht so der Mega-Fan, also ich mag weder Scherbenwelt noch Nordend übertrieben. Ich meine, wer meinen Stream schaut, der hat das, glaube ich, eh schon mitbekommen. War zu seiner Zeit ganz cool, jetzt mittlerweile ist es dann einfach zu outdated, weil, gut, Scherbenwelt, Nordend ist einfach das Älteste, was wir jetzt mittlerweile in-game haben, weil die ganzen anderen Gebiete, also Kalimdor und östlichen Königreiche, wären ja eigentlich älter gewesen, aber die wurden ja mit Karte aufgebaut, dementsprechend sind Burning Crusade-Zonen bzw. Nordend halt die ältesten Dinge in-game, und das fällt leider sehr oft auf bei Drop-Rates von Quests oder anderen Dingen, wo man leider immer mal wieder länger warten muss. Aber irgendwie hatte ich mega Bock auf Schneiderei, ich weiß nicht warum. Ich hatte irgendwie mega Bock, Schneiderei in der Scherbenwelt zu skillen, weil da gibt es irgendwie coole Rezepte. Und ja, vielleicht kann man sich das ein oder andere coole Item herstellen. Gerade wenn Netherstoff, also Netherstoff im Generellen kriegt man ja eigentlich relativ viel während dem Questen. Da können wir auf jeden Fall schauen, dass wir vielleicht das ein oder andere kriegen. Ich glaube, wir können auch nebenbei einen Dungeon queuen. Das sollte nämlich hier in WOTLK oder beziehungsweise BC. BC haben wir Bock. Das sollte in BC eigentlich gar nicht mal so lange dauern mit den ganzen DKs. Vielleicht kommen wir dann auch in Blutkessel rein. Vielleicht haben wir da die ein oder andere... den einen oder anderen Run. Entweder Blutkessel oder wie ist das andere? Höllenfeuerbollwerk, genau. Ganz oben steht es ja. Das ist ja eigentlich das eigentliche. Ich denke eher Höllenfeuerbollwerk. Das war so die Ini, die ihm am öftesten aufging, weil er einfach, ja, so viele Leute immer DK erstellt haben und dann halt einfach mit hohem Level dabei sind. Aber die ganze Gruppe am Anfang war voll nur mit DKs only. Sicher der ein oder andere erlebt, als DKs dazu kamen, da war es halt immer extrem verseucht. Ansonsten, was mich extremst verwirrt nach wie vor, ist, dass der Pre-Patch immer noch nicht angekündigt wurde. Ich bin so derart vom 30. ausgegangen, aber ich habe irgendwie die Angst, dass ihn jetzt, wenn ihr das Video seht, vielleicht diese Woche irgendwann ankündigen. Es ist so, so verwirrend irgendwie, dass sie müssen das ja intern schon lange wissen, wann sie ihn releasen. Es ist halt merkwürdig, dass sie kein Datum rausgeben. Weil wenn er jetzt wirklich erst am 7. kommt, dann ist es der kürzeste Pre-Patch, den wir jemals hatten bisher, von nur 3 Wochen gerade mal. Wäre wirklich verwunderlich, vor allem... ist es dann erstens wieder problematisch, wenn sie wieder mal vergessen haben, die Ankündigung rauszugeben. Das wäre nicht das erste Mal, dass sie quasi wieder so auf dem letzten Drücker auf einmal die Ankündigung machen. Da ist die Community natürlich wieder mad, weil dann die ganzen Leute, die halt für Rank 1 oder für Gladi oder vielleicht die letzten Mythic Plus Keys oder Vision Achievements oder sonst irgendwas noch pushen wollen, die sind natürlich alle davon ausgegangen, dass Blizzard das nochmal früh genug vorher ankündigt. Aber wie gesagt, das wäre nicht das erste Mal, dass das passiert. Ist halt immer kacke, gerade für alle, die... Ja, gerade Arena ist es eigentlich am schlimmsten für die Leute, die halt irgendwie Rank 1 pushen wollen. Dass sie dann, ja, nicht genug Zeit haben. Weil ich meine, keiner fängt da an, irgendwie extrem zu pushen, solange nicht kurz bevor die Season halt das angekündigt wird, dass die Season vorbei ist. Weil die Ladder verschiebt sich dann halt eh ein paar hundert Punkte immer, wenn die Leute anfangen halt zu spielen wieder. Aber schau mal, ich bin wirklich, wirklich gespannt, was sie da vorhaben. Ich finde es sehr, sehr mysteriös bisher, dass sie das so rauszögern und halt einfach kein Wort drüber verlieren. Ich meine, bei meinem Glück ist es ja eh wieder so, dass währenddessen nicht recorde, irgendwas announced wird, aber bisher finde ich es wirklich sehr, sehr verwirrend, weil ich war halt echt der Meinung, dass sie das 4 Wochen anhalten lassen. Weil es ist halt auch das Problem, dass wenn im Pre-Patch irgendwas drinnen ist, was man denn holen kann, also sei es jetzt für... ich weiß nicht, zum Beispiel der 34-Slot-Behälter kann man zwar nur einmal haben, aber der ist ja trotzdem einzigartig in der Art und Weise. Was hat er denn gerade vor? Will er, dass ich ihm helfe? Irgendwie habe ich so das Gefühl. Er rennt auf einmal mit dem ganzen Raid rein in mich, Alter. Ist halt schade, weil wenn es da was gibt, wie halt zum Beispiel die 34-Platz-Behälter, dann will man den halt auch farmen und braucht halt sicher ein paar Versuche, bis man ihn kriegt oder... Vielleicht das neue Momento, auch wenn es halt nichts bringt. Das ist ja wieder so ein Schmuckteil, wo er eben so ein NPC nachrennt die ganze Zeit. So ein Geister-NPC, den man nicht anvisieren kann. Das gibt es ja wieder. Und sowas ist halt irgendwie schade, wenn man dann halt kaum Zeit hat, weil der Pre-Patch halt so kurz gehalten wird. Aber ja, bin sehr, sehr gespannt. Bisher ist halt auch immer noch nichts anderes aufgetaucht, was halt noch drin sein könnte. Also jetzt Transmog oder sonst irgendwas. Bisher haben wir nur das... Das Gearset, und das Gearset, das ist ja einfach nur das, was man kriegt, wenn man halt
die ganze Story dort spielt. Beziehungsweise die Dailies macht, da gibt es ja einfach so ein, ja, ist einfach so ein Recolor von der Warfront. Aber das gab es halt jedes Addon bisher, das ist einfach quasi zum Aufholen vom Gear. Ich glaube, ich habe sie letztens schon erzählt, das ist einfach so Item-Level. Ich weiß nicht, 440, 450 um den Dreh rum. Beziehungsweise nachher ist es halt Item-Level 100, weil halt die Item-Level dann nach unten gedreht werden. Das gibt es halt zu holen, aber das hat jetzt kein spezifischen Skin. Für Ali, glaube ich, waren irgendwelche spezifischeren Farben drin, also vom Warfront-Set, wo wir die Farben bisher noch nett gesehen haben. Bei Horde war es, glaube ich, genau die gleichen wie bei einer Kriegsfront. Aber ich weiß, da haben sich viele Leute darüber aufgeregt, aber das ist normalerweise nie der Reward, weil das war bisher jedes Add-on so geregelt mit diesen Sets. Zum Beispiel war es in Legion waren die Sets zum Beispiel exakt die gleichen Sets wie von der Schneiderei bzw. Schmiedekunst und von Lederverarbeitung. Waren einfach die Sets, die hergenommen wurden aus WoD. Das haben sie immer wieder so gehandhabt, deswegen denke ich auch ganz stark, dass es auch nicht diesmal der Reward sein soll. Aber sonst gab es halt immer irgendwas. Man kann sein, dass es diesmal gar nichts gibt. Ich meine, vielleicht haben sie das einfach gestrichen, das weiß man ja nicht. Bei den Pre-Patch-Sachen kann es gut sein. Sonst war es halt so Sachen wie die Seuchenfledermaus, die es halt zu BFA gab und halt der Greif oder irgendwelche Spielzeuge aus Kataklysm und Umhänge. Einzelne Achievements oder Titel oder Transmog oder sonst irgendwas war immer dabei. Was genau? Was? Mist of Pandaria? Oder WoD? Mist of Pandaria, glaube ich. War das mit dem Titel, mit dem Aufstand gegen Garrosh, oder? Oder war das mittendrin? Das kann auch mittendrin gewesen sein. Vielleicht verwechsel ich das gerade. Irgendwo gab es auf jeden Fall mal einen Titel. Ich weiß gar nicht mehr. Classic of Burning Crusade? Oder nee, Classic of Burning Crusade. Es war Burning Crusade auf WoTLK. Da gab es den Tabard, den Warpmox des Agentum-Kreuzzugs. Oder Agentum-Kreuz. Auch Agentum-Kreuzzug, glaube ich. War zumindest das schwarze Tablet mit dem Stern drauf. Ich meine, kann man die jetzt immer noch kriegen vom Agentum-Kreuzzug, einfach im Generellen, aber halt nicht den mit dem Effekt drauf, beziehungsweise mit der Heldendart. Die habe ich nämlich damals auch noch geholt. Das gibt's immer noch. So, das war jetzt das mit dem Fliegen schon? Nein, das war das mit den dämonischen Runensteinen. Da müssen wir zuerst die Mobs killen. Ansonsten, ich habe schon so mega Bock halt auf den Pre-Patch. Ich freue mich so unglaublich. Ich will einfach mit dem zum Beispiel mittendrin halt dann, ich weiß nicht. Wie gesagt, Nordend habe ich jetzt und Scherbenwelt nicht so mega Lust. Würde jetzt der Pre-Patch schon da sein, dann würde ich definitiv, glaube ich, in den Classic-Gebieten weiter questen und würde halt da mit Schneiderei mir immer mal wieder Sachen herstellen, die ich vielleicht selber gerne craften möchte in dem Sinne. Ist das ein neuer Spieler auch? Also ebenfalls ein neuer Spieler. Alles wieder voll damit. Ich weiß nicht, ich würde halt einfach gerne die Berufe und das ganze System und alles einfach ein bisschen ausprobieren und im Let's Play, hier will ich mir sowieso Zeit lassen, hier will ich einfach nur durchchillen und dann alles mögliche an Content spielen. Ich glaube, dass wir hier auch immer mal wieder irgendwie Transmog organisieren gehen mit dem, weil gerade auf dem Account habe ich halt gar nichts und dann können wir vielleicht mal zwischendurch so, ich weiß auch nicht, vielleicht mal Molten Core gehen oder so, sobald wir es halt solo machen können. Das dürfte mit der aktuellen Skalierung ab ca. 71 sein, weil ab 71 haben wir die höhere Damage-Skalierung, wenn man 11 Level über dem Dungeon ist. Das ist ja generell gerade so gehandhabt in WoW, dass wenn du 11 Level drüber bist, dann kannst du einfach im Prinzip halt immer die Dungeons und Raids für das jeweilige vorige Level, also zum Beispiel Level 60, kann ich auf 71 solo machen, 70 kann ich auf 81 solo machen und so weiter. Du hast dann nicht das Mega-Gear, aber dein Damage wird dann einfach nach oben skaliert und dein Healing dann und du kriegst halt weniger Schaden da drin. Dementsprechend ist es halt dann zumindest machbar. Vielleicht nicht bei jedem Encounter, aber es ist machbar. Deswegen, ich dachte gerade im Discord ging es auf einmal rum. Ich dachte gerade, jetzt wird was angekündigt. Hey Mann, ich bin 24-7 auf Abruf, Alter. Ich will so bad halt sehen, dass der Patch halt kommt, weil ich jetzt schon so mega Bock drauf habe. Vor allem auf die ganzen Kostümisierungen und Co. Ich will halt irgendwie meinen Gnom ein bisschen anpassen und so, da habe ich auch schon mega Bock drauf, dass wir uns da irgendwie einen netten Skin dann oder eine nette Kostümisierung zusammenstellen, vor allem der neue Bart, der sich so nach vorne rausdreht, ist halt schon irgendwie cool, so irgendwas in der Art würde ich irgendwie gerne haben, da freue ich mich irgendwie schon mega drauf, da kann ich es kaum noch abwarten, aber dazu muss halt wirklich Pre-Patch kommen. Ich hätte auch noch, ich denke auch, dass ich noch ein Video dazu mache, rund um den Pre-Patch, halt was genau drinnen ist, was nicht drinnen ist und so weiter. Weil es macht mir den Anschein, dass sind da sehr, sehr viele Leute immer sehr verwirrt, was das Thema betrifft. Da habe ich im Stream schon ein paar Mal drüber geredet, weil das wahrscheinlich, gut, viele vielleicht noch nie bei einem Pre-Patch dabei waren. Kann ja gut sein. Da kommen halt dann immer die Fragen auf, da können wir uns vielleicht auch nochmal in Videoformat das Ganze ansehen. Ich habe da auch schon meine Notizen alle zusammengeschrieben und schaue halt, dass wir da... dass ich da alles parat habe. Aber ich mache solche Videos immer erst dann, wenn halt ja der Patch in dem Sinne halt schon so gut wie fertig ist und auf die Live-Server gepusht wird, weil ich kenne Blizzard mittlerweile nach all den Jahren ein bisschen besser und
Ich weiß, dass sie immer im letzten Moment auf einmal nochmal irgendwelche Sachen switchen. Beziehungsweise Sachen rauswerfen oder Dinge, die halt nicht fertig wurden oder sonst irgendwas. Deswegen lieber ein bisschen chillen und dafür halt beim Video vielleicht nicht allzu viele Fehler drin haben, ist mir mal irgendwie die liebere Variante. Da schauen wir uns das nochmal an. Ansonsten mit dem neuen Crafting-System, weil ich das gerade vorher schon angesprochen habe, mit dem neuen Crafting-System kannst du halt beim Leveln dann immer Items machen und das ist halt egal, was für eine Stufe du da hast. Weil du kannst halt sagen, du bist halt, ich weiß auch nicht, so wie jetzt Level 60, das heißt, ich wäre mit dem Pre-Patch wäre ich Level 25. Das heißt, ich wäre genauso bei der Hälfte wie jetzt. Und jetzt helfen wir dem mal ganz kurz, wenn er hier schon am Farm ist und fast drauf geht. und dann kann man sich halt einfach Gear herstellen. Und wenn ich dann hier reingehe, zum Beispiel bei Berufen und hier auf Schneiderei gehe, dann können wir das hier kurz zumachen. Dann ist, wenn ich hier was herstelle, wo haben wir irgendwas, zum Beispiel hier den Turban, dann wäre hier unten so ein Plus-Icon und dann kann ich da drauf drücken und dann kann ich so ein Item adden. Das kann ich mir herstellen aus entweder Leinenstoff, Wollstoff, Runenstoff, Seidenstoff oder was auch immer alles in Classic unterwegs ist. Und dann kann ich halt sagen, je nachdem welche Stoffart ich benutze, wird das halt aufgewertet. Wenn ich jetzt zum Beispiel Runenstoff hernehme, dann kann ich mit dem Runenstoff aus dem, ich weiß auch nicht, das ist gerade ein schlechtes Beispiel, aber ich könnte aus dem Runenstoff zum Beispiel die Robe hier auf mein Level aufwerten. Das heißt, die wäre dann nicht für Level 22, sondern die wäre dann irgendwie für 45 oder so. Das funktioniert nämlich bis Level 50 tatsächlich, das heißt also bis zur aktuellen Maximalstufe, weil Level 50 ist mit Pre-Patch ja das aktuelle Level 120. Das heißt, du kannst das mit allen Items machen und ja, das geht auch mit zum Beispiel der Vorstufe von Sulfuras. Da wäre zum Beispiel noch interessant, wenn ich jetzt den Sulfuron Hammer habe und den auf Level 50 herstelle und dann das Auge drauf anwende, ob der Hammer dann tatsächlich für Level 50 ist, das wäre vielleicht noch ganz interessant zum Probieren. Falls jemand vielleicht das Auge und den Hammer zufällig gerade hat oder gerade am Beschaffen ist, könnte er den Char, bevor man es herstellt, also bevor man den Hammer herstellt und bevor man das Auge halt benutzt, dass man da ganz kurz auf dem BTR seinen Charakter rüber transferiert. Der geht ja nicht verloren, sondern du erstellst ja einfach nur eine Kopie davon. Und dann könntest du drüben halt für Level 50 den Hammer herstellen und könntest halt einmal das Auge anwenden. Und dann könnte man feststellen, ob das dann wieder runterskaliert wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nur das Crafting-Item betrifft. Und sobald du dann das Orb anwendest, ist er sicher dann wieder für Level 25, also eigentlich Level 60. Gehe ich mal von aus. Ansonsten wäre es sicher witzig. Ich meine, du kannst es nicht für Max-Level herstellen, aber auf Level 50 vielleicht just for fun so den Hammer irgendwie mit einer Gegend durch die Gegend schwingen. Das könnte schon ganz interessant werden. Bei Thunder Fury dürfte es nicht funktionieren, weil das stellst du nicht mit einem Beruf her. Dürfte also nur bei Items gehen, die man halt tatsächlich über Berufe herstellt. Und da gibt es halt auch ganz, ganz witzige Items. Ich meine zum Beispiel die Robe, die ich hier gemockt habe. Das könnte es halt nach oben pushen. Es gibt halt so viele Items, die verhältnismäßig gut sind und vielleicht auch ein paar Sachen, die ziemlich broken sind. Weil es gibt sogar, es gibt immer noch Set-Bonis auch bei Sets. War es nicht, sieht man es hier da drinnen gerade? Classic, Außenbereiche, Weltbeute. Rezepte, was haben wir hier? Das ist von der Scherbenwelt. Sieht man das hier gerade zufällig hier drin? Weil bei Scherbenwelt gibt es einige Sets. Da weiß ich nicht, ob die Set-Bonis hier noch funktionieren. Weil bei anderen Sets, also bei Tier-Sets, haben sie die Set-Bonis damals ausgemacht. Ich glaube aber nicht, dass sie das bei allen Sets ausgemacht haben. So, das ist jetzt zum Trümmerposten, genau. Ich glaube nicht, dass sie das bei allen Sets ausgemacht haben, sondern ich glaube, da ging es wirklich nur um Tier-Sets und die Dungeon-Sets aus Burning Crusade. Bei den Dungeon-Sets weiß ich es, weil das haben wir damals mal mit dem Pimp-Twink probiert, mit dem Hunter. Da ist nämlich irgendein Set-Boni komplett broken aus, glaube ich, Sklavenunterkünfte oder so irgendwas war es. Da gab es so ein Set-Boni fürs Ketten-Set auf Level 70 und da wollte ich mit dem Pimp-Twink machen, aber der ging leider nicht mehr. Set-Boni, die haben sie auch deaktiviert. Also ich kann gut sein, dass sie es hier auch deaktiviert haben, aber das wäre mal... Das werden wir dann feststellen. Wie gesagt, ich habe es im Stream schon tausendmal gesagt, es werden halt aber tausende Fehler drinnen sein, sobald der BTR live gepusht oder der Pre-Patch live gepusht wird, ist halt nur irgendwo logisch. Sie müssen halt so viele, oder sie haben halt so viele Sachen gehen da drinnen, dass es halt gar nicht machbar ist mit den, ich weiß nicht, paar tausend Leuten, die da vielleicht auf dem BTR unterwegs sind, wovon die meisten vermutlich eh nur ihre Klasse ansehen und halt nicht die ganzen anderen Sachen, weil, sind wir mal ehrlich, wer ist halt... Wer geht halt am BTR und macht erstmal mehr Meister der Lehren durch, um jede einzelne Quest zu testen und zu schauen, ob irgendwelche Fehler drin sind? Wohl kaum einer. Und wenn das dann erst nur einer macht, dann ist halt erst wieder problematisch, weil dann kommt erst wieder zu wenig Feedback rein zum gleichen Thema und dann geht das wahrscheinlich wieder unter. So, jetzt müssen wir gleich mit ihr reden, oder nicht? Mit einem guten Heulwind. Abische Untertiefe zum Ehrenbossen wollen wir nicht. Wir müssen zuerst noch die Pions da drüben sprengen. Das können wir leichter tun, indem wir uns die Bombe hier einmal kurz reinziehen, weil sonst muss man die ganze Zeit oben drauf drücken und so kannst du einfach hier auf den Hotkey drauf drücken, dann geht es ein bisschen schneller.
Der Greif wird mega zu meinem Transmog passen. Habe ich den? Ich glaube, ich habe mir die Standard-Mounts auf dem Account noch nie geholt, weil ich damals irgendwie alle Mounts auf einem holen wollte, oder nicht? Greif, Alter, mit A. Doch, die habe ich sogar. Blödsinn, stimmt, ich habe mir die Weifern geholt. Deswegen haben wir die hier. Dann haben wir den auch, die HD-Variante. Der mit der Rüstung ist was besser. Ich würde mir wünschen, dass sie die mit der Rüstung auch aufbohren. So diese ganzen... Dass sie die ganzen Standard-Mounts, die man so... Vielleicht als komplett neuer Spieler, dass sie die mal alle in HD halt remastern. So dass die nicht alle irgendwie so AIDS aussehen. Weil bei den... Sie haben ja zum Beispiel mit Legion auch die Kodos geupdatet und da wurden auch die Standard-Kodos, also nicht die epische Variante, aber die normale Variante, die wurde ja damals auch aufgebohrt. Das gleiche könnten sie halt mal für die ganzen Wölfe von Orgrimmar machen. Für die Pferdchen gibt es halt eh schon neue Dinger. Da hat es mich eh gewundert, warum sie die Pferde da nicht alle neu gemacht haben. Wahrscheinlich wegen der Satteltextur. Wenn sie das mal alles aufbohren würden, gerade für neue Spieler, ist sowas halt immer cool, wenn man halt... Zumindest am Anfang nicht einen Mount kriegt, das keine Ahnung wie outdated ist, ist halt schon irgendwie cooler. Als wenn er so ein Reiter durch die Gegend rennt, dass er irgendwie, keine Ahnung, aussieht wie vor... wie auf dem Game Boy Color oder so. Weil es so verpixelt ist. Also sowas würde ich irgendwie feiern. Ich meine generell, dass sie die ganzen Mounts irgendwann aufbauen, aber das, ich glaube, das ist noch sehr lange. Da sind wir noch sehr lange davon entfernt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie halt jetzt mit den Patches überhaupt vorhaben in Shadowlands. Da ist nämlich auf der Beta auch irgendwas merkwürdig gerade, weil sie haben auf der Beta letztens das Portal geändert, weil das Portal für, es gibt ja zum Beispiel einen Orgrimmar, wenn man jetzt Orgrimmar Portalraum hernimmt, es gibt ja einen Orgrimmar 2 Ebenen Portalraum, wissen wahrscheinlich die einen oder anderen immer noch nicht, weil beim einen unteren Part ist momentan das HDZ Portal, also Höhlen der Zeitportal und oben sind die restlichen. Und vorher war unten auch noch das Oribos-Portal. Das wird jetzt aber nach oben gemoved. Und ich glaube, das Shadrad und noch irgendeins ist nach unten verschoben worden. Und jetzt ist oben ein Spot frei. Da wird halt schon spekuliert, was halt der Spot ist. Weil das ist sicher für einen der kommenden Patches dann. Denn ich tippe mal ganz stark als ersten Patch für Shadowlands kriegen wir safe die Zone. Die Zone, die zu diesen, wie heißen die? Kadel Bar, glaube ich, heißen die. Das sind diese komischen astral-ähnlichen Geschöpfe. Die sind nämlich laut der Lore auch erst in Oribos und in den ganzen Städten in der Scherbenwelt aufgetaucht, als halt auch wir aufgetaucht sind. Und das ist natürlich sehr, sehr mysteriös. Das dürfte nur die gleiche sein, genau. Ich weiß immer noch nicht, warum man die Quest mehrmals machen kann. Die bringt einfach gar nichts. Also du kannst sie so oft machen, wie du willst, und du kriegst auch keine Erfahrung mehr. Du kriegst auch keinen Ruf oder irgendwas. So, da einfach, weiß ich nicht, waren sie da damals so stolz auf diese innovative Quest, wo man halt irgendwelche Sachen bombt, weil sowas gab es ja in Classic gar nicht. Vielleicht, dass man es deswegen irgendwie wiederholen wollte oder so. Ich weiß nicht, ich war da, glaube ich, jetzt damals, kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich bei der Quest irgendwie so geflasht gewesen bin, dass ich das jetzt unbedingt nochmal sehen muss. Ja, dass man am Anfang die Quest irgendwie 1000 Mal reinfliegen musste, weil so viel los war. Dass man die Quest gar nicht ordentlich abschließen konnte. Das war eher das Problem am Start von Burning Crusade, weil da gab es ja noch kein Phasing und nichts. Und da waren die Zonen halt, wenn du sagst, selbst Server waren ja damals auf, glaube ich, 2.500 oder 3.000 Spieler limitiert. Wenn du jetzt maximal auf Maximalstufe halt irgendwo... Achso, vielleicht soll ich meine Leiste wieder aktivieren. Wenn du jetzt maximal auf Maximalstufe irgendwo allein 1.000 bis 500 Leute in dem Gebiet sind, was meinst du, wie es hier zugeht? Da kriegst du ja gar nichts mehr mit. Das kannst du halt heutzutage gar nicht mehr geben. Da würden sich instant, oh, Level Up, da würden sich instant alle beschweren, weil man halt nirgends mehr hinkommt. Das war ein ziemliches Problem ohne Facing, ja. Da ist man jetzt schon froh, ich meine, dafür wirken jetzt zum Beispiel die Gebiete hier bei Weitem leerer, weil halt die ganzen Leute, erstens gibt es bei Weitem mehr Zonen zum Auswählen, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer werden, sobald Shadowlands Pre-Patch da ist, weil dann kann ja jeder direkt exakt dort questen, wo er will. Andererseits auch gut, weil man natürlich halt den Vorteil hat, dass ihr, ja, die Mobs immer da sind, die man braucht, vielleicht auch die Rares ab sind, die man gerade haben will. Das macht es natürlich nochmal angenehmer. Und jetzt mittlerweile, es gibt halt schon so viele Zonen in-game. Wenn du sagst, wenn im deutschsprachigen Raum jetzt overall vielleicht gerade irgendwie 20.000 Leute am Leveln sind, dann kannst du die 20.000 Leute aufteilen auf die ganzen Gebiete, die wir mittlerweile in-game haben, wo die denn alle leveln können. Und dann muss es halt noch splitten durch die ganzen Phasings, also durch die einzelnen Phasen, was wir halt noch haben. Dann bleibt halt eh nicht mehr gerade viel übrig. Man hat halt, wenn es hochkommt, vielleicht, weiß auch nicht, 20, 30 Leute in der Zone drin, von derselben Fraktion dann auch noch, weil Fraktion splittet es ja auch nochmal. Das rechnet sich schon alles ordentlich. Ich glaube, wir können hier mal Infernal reinballern. Das schlägt erstmal ordentlich rein. Wie viele Hits macht das eigentlich? 90. Ist witzig, dass das auf Max-Level so ausrastet, das Ding. Wow.
Obwohl der uns nochmal mit Säure vollspritzen gerade. Ist halt echt witzig, dass das auf Max-Level so ausrastet, das Infernal. Dass es hier so Low-Hits macht irgendwie. Auf Max-Level, wir haben tatsächlich mal in der Arena auf, ich weiß nicht, 2200, 2300 MMR gegen den Warlock verloren, weil er so viele Procs hatte, wie er, ich meine, da war schon Dampening an, also Heal-Reduce an. Aber da ist so viele Infernal-Procs ineinander, irgendwie 6 Stück in Folge. Und wir konnten da einfach nichts mehr machen. Wir sind hinter der Pillar gestanden, der hat gar nicht mehr gecastet und wir sind einfach in Infernals gestorben. Was ein Traum, Alter. Ich freue mich echt schon, wenn die ganze Corruption aus ist. Finde es immer noch gut, dass sie das mit Corruption getestet haben, auch wenn ich es überhaupt nicht mochte. Wenigstens haben wir es mal gesehen, wie sowas ausspielen würde, wenn man halt die Secondary Stats so komplett explodieren lässt. Aber overall war das irgendwie gar nicht meins. Im BVE hat es mich jetzt mit den Secondaries nicht so gestört. Im BVE hat es mich eher gestört mit den ganzen Random Procs mit Beam und so weiter, wo du sagst, weiß nicht, egal wie schlecht du spielst, du machst halt einen großen Pull, dein Beam Procs und bist auf meinem Platz 1 im Schaden. Da ist halt egal, wie du performt hast. Und jetzt läuft die da oben, ja, jetzt. Mit Haste und Co. muss wenigstens eine Rotation und Co. noch drücken. Das ist wenigstens ein bisschen Unterschied. Deswegen, ich mag so Random Procs Sachen irgendwie mal gar nicht. Ich bin da immer mehr der Fan davon, wenn die Rotation halt positiv davon beeinflusst wird, von den Dingen, die man halt kriegt. Ich meine, kleinere Procs machen nichts aus, aber sobald es halt darauf anfängt, dass deine ganze Klassenbalance darauf ausgelegt ist, dass du halt zum Beispiel mit diesem einen Item spielst oder sonst irgendwas, weil nur damit macht halt deine Main-Ding, also, wie soll ich das sagen? Wenn jetzt der Main Damage nur auf dem einen Item liegen würde, sagen wir jetzt, du hast ein Trinket an und das Trinket brockt und der Brock wäre quasi permanent dein Platz 1 Damage, dann ist sowas irgendwie komplett over the top und sollte halt so nicht funktionieren. Das hatten wir leider schon viel zu oft, das ist ja nicht nur in BFA der Fall gewesen, das war ja schon in zahlreichen Addons so. Aber ja, sowas würde ich gerne weniger sehen. Es ist schon cool, wenn es Items gibt, die halt irgendwie einen Impact haben auf dein Gameplay, aber dann eher so in der Art und Weise, ich weiß nicht, wer zu Warlords of Draenor vielleicht von euch gespielt hat, die Items in... Oh, da haben wir sogar noch einen Dungeon. Die Items in Höllenfeuer-Zitadelle von Archimonde, da gab es hier so Schmuckstücke, die für deine Spec extra waren, wo du dann sagst, zum Beispiel, ich glaube, Vari war irgendwie der Cooldown kürzer. Bei Pali, glaube ich, haben irgendwie Wings länger gehalten und so Stuff. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Das war irgendwie ein nice Schmuckstücke, die halt deine Rotation positiv beeinflusst haben. Sowas bin ich irgendwie mehr der Fan immer von. Okay. Der will erstmal Quest holen gehen und kriegt dann erstmal komplett auf Fresse. Er ist ja komplett überfahren hier drin. Das ist mir nicht so gut. Irgendwie heilt er den nicht. Oh oh. Der Parler hielt nicht. Ich habe noch keinen Stun, oder nicht? Ich glaube nicht. Weil wann kriege ich Schattennova überhaupt? Doch, ich habe Schattenfuror. Warum ist das hier nicht in der Leiste? Oh mein Gott. Vielleicht soll was mal benutzen. Warte, wann habe ich das überhaupt bekommen? Ist das komplett verplant? Es scheint mir so, als hätte ich das komplett verplant. Aber der Pali hielt jetzt. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen hier die ganzen Dungeon Quests an. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir hier denn durchkommen. Ist das der Healer? Ja, ist der Healer. Ah, der hat gerade oben geskillt, deswegen. Oh, der andere pullt schon wieder. Das ist gar nicht gut, Alter. Das ist gar nicht gut, vor allem mit neuen Leuten. Oh, Double Destrolock am Start. Void Elf. Der levelt überhaupt schon seinen zweiten Void Elf. Der hat überhaupt schon die Heritage-Rüstung gerade an. Weiß nicht, so ein Fan von leeren Elfen war ich jetzt auch nicht. Ich könnte mal vielleicht in die Kommentare schreiben. Würde mich echt mal interessieren, was ist so eure Lieblingsrasse von den ganzen Dingern. Vielleicht soll ich mein Pet wegmachen. Vielleicht packen wir Wichtel aus. Der dreht hier gerade ein bisschen durch. I am so sorry. Das... Oh, oh. Warte mal. Ich kann Cooldown anmachen. Stun hier ganz kurz alles. Und dann haben wir mit Kopier Baller mal kurz rein. Vielleicht hätte ich vorher noch mal Ding usen sollen. My bad. My bad. Ah, könnte aber ganz krass dem Schlumpf die Schuld geben. Der ist komplett durchgedreht gerade. Da holen wir lieber Daktib raus, Alter. Auf Daktib ist immer Verlass. Der ballert einfach nur Feuerblitze rein. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich gerade geredet habe. Keine Ahnung, Gott. Oh, da dein Agro. Kann jetzt dann. Aber meint, der wird schon wieder weggegrippt. Na dann. Ich freue mich auch schon übertrieben beim Pre-Patch halt auf Battlegrounds. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe das, wenn halt... Wenn man dann BG... Ich meine, es sind nach wie vor die... Wer das nicht weiß, es sind zwar Corruption ist deaktiviert, aber Azerit-Trades gehen immer noch. Mit Azerit-Trades dürfte es teilweise übertrieben funny werden, weil du musst ja sagen, manche Sachen sind jetzt inbegriffen in der Skillung drinnen. Du hast dann meistens doppelt den Brock. Zum Beispiel das Pali gibt es ja dann
den Wirbelwind, also wo du halt den Wirbel machen kannst. Das gibt es ja dann als Talent drinnen, dass du den Instant usen kannst. Und es gibt nach wie vor den Azerit-Trade, das heißt, du dürftest so viele Procs haben die ganze Zeit, das dürfte halt insane sein. Aber ja gut, die Azerit-Teile kannst du halt nur in Azeroth benutzen. Sobald Shadowlands rauskommt, sind die Dinger eh alle gone. Das gleiche gilt für die Essenzen. Die Essenzen kann man zwar auch noch benutzen vorerst, aber die sind dann auch gone, sobald halt Shadowlands da ist. Also das ist jetzt für ein Pre-Patch ist es halt dann ganz witzig, wenn man halt... was ist ja da hinten, der Mob? Für Pre-Patch ist es halt ganz witzig, wenn man diese Items halt noch benutzen kann. Das macht immer ziemlich Laune, vor allem weil dann PvP nicht lange dauert, sondern es sind halt wirklich so, der eine ballert den anderen instant oben, der eine haut halt den einen über den Haufen und so, das ist immer ziemlich witzig. Auch wenn es manchmal Klassen dabei sind, die halt auf dem Level halt nicht so gut skalieren, andere Trainer komplett durch, Secondary Starts sind immer noch extrem hoch. Und dann Schmuckstücke machen wahrscheinlich immer noch immens Schaden, wie Dresdagarf Motorrad, Maut Trinket. Und dann muss halt schauen, wie es mit den Azerit-Trades läuft. Und da freue ich mich halt drauf, weil das heißt auch, dass ich andere Specs besser spielen kann. Und dass man öfter mal mit anderen Specs halt unterwegs sein kann. Was halt jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Ich habe letztens, glaube ich, wieder irgendwo Kommentar gelesen, wo einer meinte, ich spiele Subrogue aus dem Grund nicht in BGs, weil er nicht gut ist. Oder weil er so viel schlechter performt anscheinend als alles andere. Das hat damit absolut gar nichts zu tun. Das hat den Grund, dass ich einfach kein Gear habe. Wer zu BFA noch nicht einmal PvP gespielt hat, den sollte bewusst sein, dass Item-Level nichts aussagend ist, sofern du nicht tiptop Corruption hast, deine Biss-Azerit-Trades hast, deine Trinkets hast und deine Secondaries passen. Das heißt, im Falle von Azerogue gehe ich auf Tempo Versa. Warum? Weil mit Versa mein Schaden generell hochskaliert wird und Tempo erhöht meine Energieregeneration. Als Subrogue hingegen brauche ich Full Tempo Mastery Gear, beziehungsweise 15% Tempo und danach gehe ich Full auf Mastery und Versa. Warum? Weil Versa deinen Main Damage Output erhöht, das heißt deine Finisher werden durch Mastery erhöht. Im Schnitt geht man davon aus, dass man zwischen 150 bis knapp 200% an Mastery braucht. Für Subrogue im PvP. Danach brauchst du halt noch einen Dresdagarf am besten dazu. Also der Dresdagarf-Trinket, das habe ich genauso nicht. Ich meine, bräuchte man für Asa auch, aber das habe ich halt in beiden Specs nicht. Und dann könntest du halt auch beides effektiv spielen. Das zweite sind halt die Azerit-Trades, da habe ich auch nicht Biss, weil da bräuchte ich das genauso. Jetzt können wir hier nochmal stunnen, bevor der Tank stirbt, der Mortal Strike. Da bräuchte es halt genauso das Ding. Damit halt dein Damage so skaliert. Subrogue ist sogar extrem witzig, würde ich unglaublich gerne spielen. Es tut mir auch leid, dass ich halt nicht so viele Specs momentan spielen kann, wie es halt in Legion der Fall war. Wobei man in Legion sagen muss, in Legion konntest du einfach den Char usen, einloggen, BG queuen, fertig. Du warst komplett done, dein Gear war gleich auf mit dem von allen anderen, außer dass du vielleicht 1-2% weniger Damage gemacht hast. Das ist halt jetzt nicht der Fall. Wenn ich nicht gerade full geared bin, wenn ich nicht alles habe, was ich brauche, dann mache ich halt schon mal gut 60% weniger Damage als alle anderen. Und das ist dann nicht so geil. Gerade Subrogue kann extrem geil bursten, bei weitem stärker als Asa. Asa hat in dem Sinne besseren Sustain Damage, also gerade wenn du irgendwie sticken musst, ist natürlich immer bei weitem geiler. Aber wenn es jetzt heißt, dass ich jetzt einen schnell killen will oder dass ich jetzt vor allem alleine in BGs unterwegs wäre, wäre sogar Sub die schleuere Spec. Weil du damit einfach viel mehr Utility mitbringst und einfach viel besser im Generellen klarkommst. Wo rennt er hin, damit ich hier alles anzünden kann? Wäre gut, wenn er sich nicht komplett aus dem Staub macht gerade. Sollen wir Infernal hier reinhauen? Und ja, da ich leider zeitlich beschränkt bin, kann ich leider auch nicht alle 36 Specs perfekt gieren. Das geht sich einfach nicht aus. Ich bin überhaupt schon froh, dass ich schaffe, dass ich 12 Specs aktiv spielen kann. Und mehr ist momentan einfach nicht drinnen. Wie das Ganze mit Shadowlands aussehen wird. Schau mal, momentan sieht sehr vielversprechend aus, gerade weil PvP jetzt nochmal gebufft wurde. Es gibt PvP-Set-Trinkets, also PvP-Trinket-Set-Bonus, so stimmt der Satz. Auf jedem PvP-Teil ist in Zukunft Versa drauf, das heißt Vielseitigkeit ist quasi einfach der PvP-Start an sich. Und die Vielseitigkeit selber, die wird dann auch nochmal von den Trinkets erhöht. Denn Trinkets, wenn man zwei PvP-Trinkets anhat, dann kriegt man Set-Boni. Während man beide Schmuckstücke trägt, dann ist der Schaden und Healing, also nicht Survivability, nur Schaden und Healing, ist um 20% erhöht von eurer Vielseitigkeit. Und das ist insane, weil das macht erstens komplett kaputt, dass Leute BVE-Trinkets im PvP benutzen, was sehr, sehr cool ist.
Es kann natürlich sein, dass es immer noch irgendwelche PvE-Trinkets gibt, die man spielen kann. Da spricht ja nichts dagegen, sofern sie nicht so stark sind, dass sie so einen Bonus vom Prinzip her einfach aushebeln können, weil das geht dann wieder genau im Gegenteil. PvP-Trinkets sollten im PvP einfach das Stärkste sein und das, was man nutzen sollte. Das finde ich persönlich am angenehmsten. Und bei den Secondary Stats ist es so, man muss jetzt nicht man muss nicht nur PvP spielen, man kann nur PvP spielen. Wenn man aber jetzt wirklich jedes einzelne Teil komplett Biss haben will, also sagen wir, ich will jetzt unbedingt jedes einzelne Teil mit Tempo Versa, dann bin ich nach wie vor darauf angewiesen, dass ich vielleicht ein, zwei Teile mir aus PvE besorge, aber das finde ich persönlich sogar gar nicht schlimm. Weil dann sagst du halt, der nur PvP spielt, der macht halt, sagen wir, 98% vom Damage und der halt PvE mitspielt und beides High-End spielt, der macht halt 100%, also 2% mehr Damage. Da ist dann jetzt so ein massiver Unterschied. Vergleich das mit jetzt, wenn du nur PvP spielst, also im jetzigen Content nur PvP spielst, im Gegensatz zu einem, der nur PvE spielt, dann kannst du fast sagen, dass der nur PvE spielt, fast 80% mehr Schaden macht. Der ist halt Restercraft, Trinket, Motorrad und Co. hat. 8 bis 9 mal Gashing drauf, als Demon Hunter oder Rogue, dann sieht die Welt da schon ganz anders aus. Aber ja, das ist halt, BFA ist wirklich, auch wenn wir schon viele Seasons hatten, wo halt BVE-Equip extrem stark war im PvP, so krass, wie es jetzt aktuell der Fall war, in BFA war es halt noch nie. Also es gilt, dabei muss man sagen, es gilt nur für die letzte Season. Also BFA Season 1, die erste Season von BFA im PvP war sogar extrem geil. Kenne ich so gut wie keinen, der die nicht mochte. Nur in Season 2, Season 3 und Season 4 ging es dann von Season zu Season immer mehr und mehr und mehr bergab. Da war dann auf einmal, keine Ahnung, die Tank Trinkets kam dann Ende mit Season 1 auf. Von Ulrich selber, normalerweise schon war der erste Raid, da kam Tank Trinket auf, das wurde relativ fix genervt, als in der BlizzCon jeder gespielt hatte. Dann war das wieder down, dann ging es wieder normal weiter. Und dann in Season 2 fing es dann halt extrem an mit den Heavy BVE-Items aus dem. Wie heißt die Instanz nochmal? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Wo haben wir BFA-Schlachtzüge? Das war Tigel der Stürme. Da gab es ja dann diese Stangenwaffe mit dem Absorb. Und die Hose mit dem Nimbus Bolt oder wie er heißt. Mit dem, wo der Brock gefühlt 20% von deinem Leben ausgemacht hat. Dann dieses Caster Trinket, das dich fast gewonshottet hat. Da gab es ja so viel Blödsinn daraus. Das wurde dann nie richtig gebalanced, immer nur so minimal, es war trotzdem auch das Beste, was du tragen konntest. Und ja, da haben sie irgendwie mit Season 2, haben sie irgendwie aufgehört, dann sich ums Balancing dort zu kümmern. Mit Season 3 wurde es dann noch schlimmer, da kamen dann auch noch die Items von Schlacht um der Saalor dazu, vor allem das Opulenz-Trinket, das war ja dieses, wo ist es hier, Diamant-beschichtetes Refraktionsprisma, das zusammen dann mit der Tiegelwaffe und so, und dann haben Games, es gab noch was, das war dann die Sporn-Trinket aus Tiefensumpf, wie heißt die Instanz nochmal? Mir fällt heute gar nichts ein. Aus Tiefenpool, da gab es das Sporn-Trinket und da waren die Leute auf einmal so tanky, da ist einfach nichts mehr gestorben. Jedes Game ging, keine Ahnung, wie tief ins Dampening rein, selbst bei den ganzen Online-Qualifier-Games. Also zum Zuschauen war das schon nicht mehr schön. Jetzt muss man zu wenigstens sagen, dass die Games verdammt schnell gehen. Aber ja, du weißt halt einfach teilweise, also jetzt in der Season weißt du einfach nicht, was abgeht. Ich glaube, wer jetzt aktuell zum Beispiel noch, bevor Pre-Patch kommt, unbedingt das Elite-Setter spielen will, also dabei geht es um die PvP-Sets, das ist jetzt im PvP momentan das hier, das wäre die Elite-Variante vom Stoffset. Ich habe mit einem BFA auch schon von jeder Season die Sets zum Beispiel geholt und es ist so einfach wie noch nie in Arena hochzukommen, wenn man den Gear hat. Und halt quasi diese BVE-Items mitbringt. Wenn ich jetzt Caster spiele, zum Beispiel Destrolog, dann schaue ich, dass ich auf jedem einzelnen Teil halt Tempo-Meisterschaft drauf habe. Und dann kann ich eh schon Leute one-hitten. Destro ist momentan sowieso S-Tier. Wenn ich jetzt Windwalker spiele, schaue ich, dass ich Full Versa habe als Demon Hunter. Schaue ich, dass ich Full Versa und 9-mal Gushing habe als Rogue. Schaue ich, dass ich Tempo-Versa habe und Full Gushing habe. Außer du spielst Sub, dann halt Tempo versus Mastery als Fire Mage Full Tempo und dann hast du halt solche Casts sein, da musst du halt nicht mal mehr fähig casten, selbst wenn du Fehler machst ohne Ende, wirst du halt teilweise gar nicht dafür gepunished, sondern eher das gegnerische Team, gerade bei Castern sollte man sich extrem leicht tun, also Feuermagier oder RMP, Rogue Mage Priest, Rogue Mage Parler oder halt alles mit Destrolog ist eigentlich
ziemlich for free zum Hochspielen, falls man sich halt noch die Elite-Sets oder eventuell halt... warum kriegt man nicht mal hier das Achievement? Oder eventuell halt vielleicht auch noch den Enchant holen will, den 2100er Enchant, der wird er dann entfernt mit Shadowlands. Dann hat man vielleicht auch was, was nicht jeder unbedingt hat. Aber wie gesagt, so einfach wie diese Season hochzuspielen, war es wirklich noch nie. Wie gesagt, davon ausgegangen, dass man Gear hat. Also Gear ist wirklich... Kommt zuerst Gear, dann kommt Skill und dann kommt der Rest. Also momentan alles. Als Caster natürlich immer das Mouth-Trinket mit am Start hier. Aus Nyalofa, Mouth-Trinket, wo ist es denn hier? Verbotene Obsidian-Klaue, umso höher im Item, umso besser, am besten aus dem Mythic. Als Rogue, als Krieger, als DK will man am ehesten immer das Dresdegaff-Trinket. Das ist das hier. Da gilt auch, umso höher das Item-Level, umso besser. Was man als zweites Melee-Trinket oft mal will, das ist noch zusätzlich aus den Dungeons, aus Mechagon, das ist das Motorrad-Trinket, wenn ich es gerade irgendwo finde. Wo droppt das überhaupt nochmal, von was für ein Boss? Ich weiß gerade gar nicht. Das weiß ich gerade gar nicht, wo das auswendig denn droppt. Da ist es, genau, Fernleitgerät, das wäre das Trinket. Das könnte man sich noch holen. Einzige Ausnahme ist da zum Beispiel Destrolog, beziehungsweise Destrolog, der nicht mit den Trinkets spielt, und Retripala, der nicht mit den Trinkets spielt. Sonst selbst als Healer kannst du auch immer mitnehmen, die DD-Trinkets. Ist tausendmal besser, als wenn du für Heal-Sachen gehst. Zumindest im Low-Rating. Falls du noch mehr Tipps brauchst, gerade so ganz schnell am Rande im Dungeon, gerade haben wir eh nichts anderes zu tun. Aber easy durchgefarmt hier. Easy peasy, insgesamt 3 Level-Ups heute, Alter. Holy shit. Das ging ja gut voran, den Kopf haben wir auch noch. Damit können wir die Quests noch abgehen. Wir haben ja immer noch den 100% EP-Buff, deswegen gibt es halt so viel für den Instanzenabschluss. Schauen wir, ob wir da noch was drin haben. Den Ring haben wir hier. 9 Intelligenz und 14 Ausdauer. Da werden wir sogar den Versa-Ring austauschen. Da haben wir nämlich hier 6 Int, 8 Crit. Der ist mir fast lieber als der hier. Da tauschen wir den aus. Dann was haben wir hier drinnen? Massive Upgrades heute am Start. Holy. 6 Crit, 6 Tempo haben wir da auch noch drauf. Oh mein Gott, Alter. Nochmal Starts. Hier haben wir 1% Versa verloren, dafür haben wir Crit dazu bekommen und wir haben 2% Tempo gewonnen. Ist auch nicht bad. Dann haben wir hier Schultern. Die Schultern sind, glaube ich, tatsächlich auch ein Upgrade. Oh, Alter, alles so lecker, was ich hier gerade kriege. 11 Crit, 7 Versa. Jetzt verlieren wir nochmal ein bisschen Versa, kriegen aber nochmal Crit dazu. Dann haben wir 14,7 Crit und der Chaos Bolt hittet immer härter und härter und härter. Was ein Träumchen hier gerade. Die Schultern, haben die gerade das Transmog gematcht? Ich bin mir gar nicht sicher. Oh, ich werde noch verprügelt. Stimmt, ich war ja genau hier im Questen. Oh mein Gott. Leerwandler, komm wieder raus. Probleme am Start. Oh, oh. Das sieht mies aus. Das sieht ganz mies aus. Jetzt habe ich Gesu aus Versehen gefettfingert gerade. Ich habe das Gefühl, das endet im Tod. Wir können doch mal alles stunnen. Dann können wir vielleicht nochmal leechen ganz kurz. Ein bisschen HP leechen, nochmal einen anzünden, nochmal wegballern. Oh mein Gott, Alter, das gibt's nicht. Was war dieser Spawn gerade? Mitten in den Kanonen drin. Matchen die? So ein bisschen, oder? Ist ja halt geil, wenn das oben noch rot wäre. Aber sonst wären die gar nicht so bad. Ich meine, wir können die mal drinnen lassen. Das goldene matcht halt extrem geil zum Set dazu, aber... Ja, das lila matcht halt zu meinen Barthaaren, also das geht halt schon. Das kann ich schon so lange. Ich habe immer noch keine Schmuckstücke, Alter. Schmuckstücke haben sie im Low-Level auch keine eingefügt. Ich kenne aus Sümpfe des Elends gibt es eins und in Uldermann in. Wie heißt das Gebiet gerade? Oh mein Gott. Brennende Ödland, so hieß es. Im Ödland gibt es auch noch ein Schmuckstück. Aber die sind jetzt auch beide nicht so mega. Wobei die hatten wenigstens Intelligenz drauf. So, jetzt pullen wir nochmal den hier. Ich will nämlich die Quest noch unbedingt fertig machen. Ah, jetzt ist hier irgendwo ein Brotpaler, weil ich auf einmal den Schildfloh sehe hier. Wo ist denn der überhaupt? Ich sehe den gar nicht. Kein Schimmer. Oh, einmal down, zwei down. So, jetzt können wir nach und nach pullen gehen. Oder ist oben? Na, oben ist sogar safer, oder? Na, warte, der kommt apart gerade. Ist echt gefährlich teilweise ohne Account Gear nach wie vor. Ohne Account Gear ist halt doch ziemlich schnell drauf immer. Das mag man gar nicht glauben. Deswegen verstehe ich es auch immer noch nicht, warum es so viele Leute gibt, die mega mad sind, weil Blizzard halt die EP-Bonis vom Account Gear runternehmen. Der Account Gear ist trotzdem so unglaublich stark beim Leveln. Es wird trotzdem immer das beste Gear bleiben, was man halt haben kann zum Leveln. Da ändert sich einfach gar nichts dran. Vor allem die neuen Set-Boni sind sogar ziemlich cool. So, jetzt haben wir das hier auch noch abgeschlossen. Jetzt haben wir sogar schon wieder die Hälfte vom Level gemacht. Wir kommen hier überfix durch. Das wird ja nicht lange dauern in der Scherbenwelt, habe ich so gefühlt. Da ist der Paladin.
gute Gotal, der Agentum-Champion, sogar mit RP-Titel am Start. Dann können wir das nochmal abgeben und dann wirst du uns normalerweise, glaube ich, sogar noch weiter hochschicken. Genau. Da kommen wir dann noch weiter hoch. Stimmt, Briefe habe ich auch nicht geschaut. Aber ich glaube, es ist gar keiner da. Ich habe kein Brief-Icon. Ansonsten schauen wir beim nächsten Mal wieder die Briefe. Wenn ihr mir ingame gerne Nachrichten schicken möchtet, dann könnt ihr das jederzeit gerne tun. Braucht einfach nur auf so einen Blackrock-Charakter stellen und an Dilarim schicken. Da könnt ihr mich immer alle aktuellen Sachen fragen oder was auch immer interessiert. Ansonsten nicht vergessen, mir auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Das ist unter anderem auch mein Twitch-Link. Ich streame jeden Mittwoch, Samstag, Sonntag und ab und zu auch an random Tagen noch dazu. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben. Und wenn ihr sonstige Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.